In den Nordalpen erleben wir Schneefall und es ist recht windig und das Ganze ist natürlich sehr interessant, weil heute natürlich ganz Österreich nach Kitzbühel schaut und da steht Sturmwarnung am Fuße des Hahnenkamms. Den Gästen wird davon abgeraten, auf die Piste zu gehen. Auch die Skifahrer haben Probleme, ihr Training so zu gestalten, wie sie das wollen. Sie müssen ausweichen in die Kraftkammer und das Ganze steht natürlich unter keinem sehr schönen Stern, denn alle erwarten selbstverständlich am Freitag das Rennen, aber das wackelt ein bisschen, das muss man sagen. Das Tief Efi ist es, das Kitzbühelfest im Griff hält. Bis zu 50 cm Neuschnee sind in diesen Tagen möglich. Über Nacht ist noch einmal das Schneeräumungsteam ausgerückt. 300 Personen waren im Einsatz, um die Piste so gut wie möglich zu präparieren. Allerdings schauen wir uns jetzt einmal die Wetteraussichten an, wie sich das Ganze noch entwickeln könnte. An der Alpen-Nordseite von Vorarlberg bis zum westlichen Niederösterreich überwiegen die Wolken und wir erleben zeitweise Regen und Schneefall am heutigen Tag. Die Schneefallgrenze, die steigt allerdings zumindest heute wieder auf 1500 Meter an. Im Osten erleben wir vereinzelt Schauer, zwischendurch Sonne, also ein sehr wechselhaftes Wetter. Einzig und allein im Süden ist es ein bisschen trockener und die Sonne kommt öfters heraus, Tageshöchstwerte minus 1 bis plus 7 Grad. Ja, der morgige Freitag, der wird dann besonders relevant für alle Skifans. Da kann man sagen, dass es insgesamt leider so ist, dass die Schneefallgrenze wieder von auf etwa 500 bis maximal 1000 Meter herabfällt. Das heißt, mit Schnee ist zu rechnen. Allerdings kann man ganz schwer voraussagen, wie stark der Schneefall dann sein wird rund um Kitzbühel. Das ist sehr schwer vorauszusehen, vor allem deshalb, weil das Wetter derzeit sehr wechselhaft ist. Insgesamt kann man sagen 0 bis 7 Grad am morgigen Freitag. Das sind so die Temperaturwerte. Ja, und am Samstag erleben wir dann von Vorarlberg bis ins Salzkammergut hinauf wieder Wolken, wieder etwas Schneefall, in tieferen Lagen aber auch Regen und Sonne. Also so ein wechselhaftes Wetter habe ich selten erlebt, dass es auch ganz schwierig ist, dann exakt vorherzusagen. Ja, die Tageshöchstwerte sind dann minus 3 bis 6 Grad, also auch ziemlich kühl weiterhin. Es wärmt leider nicht auf und das ist definitiv eine unangenehme Angelegenheit. Das heißt Handschuhe und Schal und am besten Haube auch auf keinen Fall vergessen.